Kennst du das? Hätte ich das gewusst, dann wäre es damals ganz anders gewesen. Dann hätte ich mich anders verhalten. Das bedeutet, wenn wir als Menschen eine andere Kenntnis, ein anderes Wissen hätten, wenn wir also mehr wissen würden in dem Sinne oder mehr bewusst werden würden, mehr erkennen könnten, dann würden wir anders handeln. Dann würden wir tatsächlich anders entscheiden in unserem Leben. Das ist interessant. Das heißt, wir können uns nur so verhalten, wir können nur so sein, wie wir sind, im Stand der Dinge, die einfach so sind. Und jetzt könnte man sagen, okay, lass gut sein, das ist ja in Ordnung. Was willst du denn noch irgendwo? Was möchtest du denn noch wissen? Was möchtest du denn noch betrachten? Es reicht doch so, wie es ist. Und das ist vollkommen richtig, diese Einstellung. Aber natürlich, wenn man jetzt darüber reflektiert und darüber nachdenkt, ist es so, dass wir ganz anders gehandelt hätten? Hätten wir zu einem bestimmten Zeitpunkt eine andere Erkenntnisfähigkeit gehabt und damit eine andere Bewusstseinslage gehabt tatsächlich? Dann würden wir anders sein. Das ist interessant. Das heißt, der Kern, wenn ich es mal als Kern bezeichne, unserer Bewusstseinshaftigkeit und Bewusstseinsfähigkeit, ist ja der, dass wir oft im Nachhinein Kenntnis von etwas haben, ein Wissen haben, vielleicht eine Weisheit sogar haben, die wir zu dem damaligen Zeitpunkt eben nicht gehabt haben. Also wie oft denkt man dran zurück in seinem Leben und denkt, ja, damals, mein Gott, wie naiv war ich denn? Was wusste ich denn eigentlich schon? Und dann fängt man vielleicht an, sich zu verurteilen und denkt, mein Gott, war ich da naiv und dumm oder unwissend? Und das ist natürlich schlecht. Ich meine, man kann nur so sein, wie man ist. Alles ist okay. Nicht jeder Zeitpunkt ist wichtig und es ist wichtig, die eigene Biografie und diese Abschnitte der eigenen Lebensgeschichte anzuerkennen und damit im Frieden zu sein. Das ist ja schon etwas sehr Wichtiges. Aber interessant, und das ist der Sinn unseres Gedächtnisses unter anderem, dass wir immer wieder aus dem Gedächtnis emportauchend, aus dem Unterbewusstsein emportauchend Dinge erinnern und dann plötzlich, manchmal plötzlich geradezu hereinbrechen, eine andere Erkenntnis haben, einen anderen Überblick haben und all das. Und natürlich würden wir dann anders handeln. Und das führt ja auch dazu, dass wir dann im weiteren Leben, im gegenwärtigen Leben, in dem, was uns in der Zukunft erwartet, anders handeln und eine andere Einstellung haben gegenüber den Dingen. Das ist ja schon sehr wichtig, sonst wäre man ja immer wieder im gleichen Film drin, dann würde man immer wieder das Gleiche machen. Und das wäre ja ziemlich langweilig und das wäre einseitig und dann würde ja keine Bewusstseinsentwicklung stattfinden. Und eine Bewusstseinsentwicklung oder die Erkenntnishaftigkeit ist für uns im Leben etwas ganz Entscheidendes, auch wenn man sich oft dessen nicht bewusst ist oder dessen nicht im Klaren ist. Aber das ist ja das, was eigentlich zählt. Dieser Gedankenstrom, der sich erstaunlicherweise immer wieder anders zeigt und zu anderen Schlussfolgerungen gelangt, zu anderen Erkenntnissen gelangt. Das macht einen ja reif. Und das lässt einen ja dann auch erfahren werden. Und insofern werden wir es immer wieder erleben, dass wir in einem gewissen Stand sind der Dinge, Stand, Bewusstseinsstand der Dinge sind und dass dieser Bewusstseinsstand sich verändert, natürlich verändern muss, geradezu verändern muss. Und zwar einfach automatisch, zum Beispiel aus der Tatsache heraus, dass wir schlichtweg altern, dass wir schlichtweg reifer werden, erfahrener werden, lebenserfahrener werden und dadurch die Besonderheit eben eintritt. Und das ist ja das, was einen sehr trägt im Leben und was sehr interessant ist. Und man kann sicherlich nicht voreilig nach irgendetwas greifen, nach einem Bewusstseinszustand greifen, der absolut ist, sondern es ist immer so, dass wir im Nachhinein besser wissen als zuvor, nicht? Da sind wir einfach klüger geworden im wahrsten Sinne des Wortes, aber nicht nur was Ratio, Klugheit anbelangt, sondern insgesamt anbelangt, also unsere Stellung zum Leben. Nicht wir im Leben dieser Welt. Das ist interessant, sich da mal Gedanken zu machen.